Da es sich um einen öffentlichen Vortrag handelt, möchte ich die Übung hier auch schon wieder beenden, um niemanden zu lang in irgendwelche Meditationen reinzulocken. Sie können also die Augen ganz normal wieder öffnen. Es ging nur darum, einen Geschmack zu bekommen, eine kleine Ahnung, eine Intuition dafür zu entwickeln, für dieses Unaussprechliche, zu dem ich Ihnen jetzt ein Zitat von Buddha Shakyamuni vorlesen möchte. Bevor ich das tue, vielleicht noch eine kleine Überleitung zum letzten Vortrag, den ich in der Uni gehalten habe. Da ging es als wesentliches Merkmal von einer authentischen spirituellen Praxis um das Auflösen der Ich-Bezogenheit. Und wir haben uns sehr viel damit befasst, was das auf der relativen Ebene beinhaltet, im Kontakt mit anderen, was für Zeichen es gibt, dass tatsächlich unsere Ich-Bezogenheit schwächer wird. Und heute Abend möchte ich die Ebene wechseln, das heißt, ich gehe heute Abend sehr viel mehr auf die letztendliche Ebene. Ich möchte Ihnen oder euch ein wenig davon sprechen, worum es eigentlich geht auf diesem buddhistischen Weg. Es geht, wie wir ja schon in den anderen Vorträgen gehört haben, nicht um Kosmetik. Es geht nicht darum, dass Oberflächenkorrekturen nur gemacht werden, dass wir, so löblich wie das auch ist, einfach gute Menschen werden. Gute Menschen, das ist das Gemeinsame aller spirituellen Wege, aller Traditionen, aller Religionen und auch eines ganz gesunden Humanismus, dass wir einander Gutes tun und dass wir möglichst wenig ich-bezogen handeln, sondern uns um das Wohl aller kümmern. Darüber haben wir schon sehr viel gesprochen beim letzten Vortrag. Und jetzt hören Sie mir einmal zu, wenn ich Ihnen dieses Zitat von Buddha Shakyamuni vorlese. Ich habe bewusst wieder auch aus dem Pali-Kanon ein Zitat gewählt, also der schriftlichen Tradition im Buddhismus, von der alle buddhistischen Traditionen überzeugt sind, dass sie authentisch ist. Und dort sagt Buddha Shakyamuni in der mittleren Sammlung im zweiten Sutra, 7. bis 8. Vers, der sogenannten Sabhasava-Sutta, also das Sutra von der eigentlichen Natur der Dinge, sagt er Folgendes: Auf solche Weise erwägt jemand unweise. Gab es mich in der Vergangenheit oder gab es mich nicht? Was war ich in der Vergangenheit? Wie war ich? Was bin ich dann geworden? Wird es mich in der Zukunft geben oder nicht? Was werde ich in der Zukunft sein? Wie werde ich sein? Und daraufhin werden? Bin ich oder bin ich nicht? Was bin ich? Wer bin ich? Wie bin ich? Wo kam dieses Wesen her? Wo wird es hingehen? Wenn jemand auf solche Weise unweise erwägt, entsteht eine von sechs Ansichten in ihm und er verfängt sich in den Fesseln dieser Ansichten. Und die sechs Ansichten sind die folgenden: Für mich gibt es ein Selbst. Für mich gibt es kein Selbst. Ich nehme Selbst mit Selbst wahr. Ich nehme nicht Selbst mit Selbst wahr. Ich nehme Selbst mit nicht Selbst wahr. Oder aber dieses Selbst, das da spricht, fühlt und die Ergebnisse heilsamer und nicht heilsamer Handlungen erfährt, ist dauerhaft, ewig, nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Ende des Zitates. Hierin, in diesem
doch recht kurzen Zitat, ist sehr gut beschrieben, was den buddhistischen Weg oder den Dharma-Weg von einigen oder vielen anderen Wegen unterscheidet. Ich gehe noch mal langsam durch jetzt. Es wird den Abend uns noch beschäftigen, was damit alles gemeint ist. Und damit wird auch deutlich, ob wir mit unserem spirituellen Weg eigentlich eher dabei sind, etwas Kosmetik zu betreiben oder so radikal, wie der Buddha uns das vorschlägt, an die Wurzeln dessen, was er Leid nannte, an die Wurzeln des Übels zu gehen, an die Wurzeln all der Verwicklungen, in die uns die Ich-Bezogenheit hineinführt. Wir kennen doch alle diese Fragen. Wer war ich in der Vergangenheit? Wie bin ich jetzt? Was wird aus mir? Das war die erste Serie der Fragen. Es beschäftigt uns unglaublich. Wir sind uns vielleicht nicht bewusst, wie sehr uns das beschäftigt. Drum will ich ein paar Beispiele nennen. Was mir in der Kindheit passiert ist, wie meine Eltern sich mir gegenüber verhalten haben, was meine Freundin, meine Frau, mein Mann, mein Freund mir gestern gesagt hat, Gutes oder Schlechtes, Angenehmes, Unangenehmes. Wer bin ich in der Sicht meiner Eltern, in der Sicht meiner Freundin, meiner Frau, meines Mannes, meines Freundes? Wer bin ich in den Augen meines Arbeitgebers, meiner Kollegen, in den Augen meiner Freunde? Wer bin ich in der Vergangenheit? Wer bin ich jetzt? Wie sehen mich die anderen? Was wird aus mir in der Zukunft? Was wird aus mir, wenn ich älter werde? Was wird aus mir, wenn ich krank werde? Was wird aus mir, wenn ich sterbe oder allein bin, auf den Tod zugehe? Was wird aus mir nach dem Tod? Diese Fragen nennt man Lebensfragen. Es sind die Fragen, die der Buddha identifiziert hat als Quelle von Leid. Diese Fragen deuten auf eine starke Ich-Bezogenheit hin, die nicht stärker ist als bei anderen, aber so stark, dass sie uns das ganze Leben beschäftigt. Wo kam dieses Wesen her? Wer war ich in früheren Leben? Was werde ich im nächsten Leben sein? Das sind typische New Age-Fragen. Da geht man und macht Rebirthing, da geht man und sieht vielleicht den Astrologen, der noch in vergangene Leben und in zukünftige schauen kann. Das alles ist nicht der Weg, der von buddhistischen Meistern gelehrt wird. Es geht nicht darum, das Ich sauber einzuordnen, zu definieren, in einem großen Zusammenhang von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, über dieses Leben hinaus. Das alles würde der Buddha als samsarisches Vorgehen bezeichnen, als ein weiteres sich verstricken in Leid. Das können wir in der New Age-Szene recht schön sehen, wenn jemand auf den Kopf zugesagt bekam, du warst mal in deinem Leben das und das. Und pass auf, dir ist Großes vorhergesagt. Du wirst mal das und das. Was passiert? Nicht nur haben wir es mit dieser Ich-Identifikation zu tun, jetzt sind wir auch noch identifiziert mit dem früheren Leben und mit dem, was noch gar nicht ist, was wir in der Idee mal sein werden. Und wir passen kaum noch durch die Tür durch. So groß ist das Ego. Oder so zerstört ist das vermeintliche Ego, weil wir irgendwas ganz Furchtbares waren oder meinten zu sein. Ich kenne auch jemanden, der davon überzeugt ist, das mag ja auch stimmen, zum Beispiel einer von den Wärtern in einem KZ gewesen zu sein. Das zerstört einen natürlich. Aber das auch ist nur wieder eine weitere Identifikation. Jetzt ist man identifiziert damit, was man in einem früheren Leben war. Und versucht damit zurechtzukommen. Dieses damit zurechtzukommen, das lernen wir bei klassischen Therapeuten. Der buddhistische Weg ist keine solche Therapie. Er ist keine Therapie des Ichs. Es ist nicht ein neues Arrangieren der
Ich-Bezogenheit, sodass man besser durchs Leben kommt. Ihr wisst, dass ich ja Austausche, Dharma und Psychotherapie habe und kultiviere und wir dabei sind, mit vielen Therapeuten zusammenzuarbeiten, sodass dieser Dharma-Weg auch in der Therapie seinen Ausdruck findet. Ich habe wirklich gar nichts gegen Psychotherapie. Es ist eine wunderbare Hilfe. Nur darf man das nicht verwechseln mit dem buddhistischen Weg. Genauso wenig wie das sich beschäftigen mit vergangenen und zukünftigen Leben irgendetwas mit dem buddhistischen Weg zu tun hätte. Ein Weg, der zur Befreiung führt, muss notwendigerweise ein Weg sein, der aus diesem sich um den eigenen Nabel drehen herausführt. Sich darum drehen, was dafür ein vermeintliches Zentrum ist. Und auf der Suche danach, was ist denn dieses Selbst, dieses Ich? Das ist ja die Frage, die alle Philosophien der Menschheit beschäftigt. Das war damals schon der Fall in Indien. Da gab es all die Schulen, die der Buddha dann unter diesen 6 Ansichten subsumiert, die gab es damals alle schon. Die gab es zeitgleich auch unter den Griechen und vermutlich auch noch woanders auf dem Erdball. Die normale Ansicht von gesunden Menschen ist, für mich gibt es ein Selbst. Ich glaube an ein Selbst. Ich glaube, dass es da ein Ich gibt. Das können Sie, diesen Begriff können Sie austauschen durch den Begriff Seele, Ich, Selbst, dass es da eine dauerhafte Person gibt, ein Individuum, was sich selbst bleibt im Strom des Wandels, ein Wesenskern. Das ist der normale Glaube, mit dem die meisten Menschen leben. Dann gibt es Menschen, die schauen sich das tief an und merken, dass da viel Widersprüchliches drin ist. Dass man das Vorhandensein einer Seele oder eines Ichs durch nichts beweisen kann und dass es nirgendwo auffindbar ist. Und mit dem Intellekt kommen sie zu dem Schluss, für mich gibt es kein Selbst. Es gibt kein Ich. Es gibt keine Seele. In den philosophischen Traditionen sind das die nihilistischen Richtungen, die sehr viel für sich haben. Aber wir werden nachher sehen, auch da gibt es einen Haken. Denn wie erklärt sich die persönliche Erfahrung? Wir sitzen ja hier und hören zu. Und wir wissen auch, dass jeder hier im Raum eine andere Erfahrung jetzt gerade hat. Ähnlich, aber doch jeder anders. Da ist durchaus etwas Persönliches. Und dann gibt es, wenn die Menschen sich noch tiefer auf kontemplative Vorgehensweisen einlassen, dann gibt es zum Beispiel den Ansatz zu sagen, mein gewöhnliches Selbst öffnet sich dem höheren Selbst. Oder nimmt, wie der Buddha sagt, ich nehme Selbst mit Selbst wahr. Oder die indische Lehre Atman und Brahman. Ja? Dass das persönliche Selbst Teil des höheren Selbst ist. Aber auch da wird von einem Wesenskern ausgegangen. Alles nicht dumm. Ja, es sind ganz noble Menschen, die diese verschiedenen Ansätze entwickelt haben. So gut wie sie konnten, sind zu diesem Schluss gekommen. Was jetzt diese letzte Sichtweise angeht, gibt es auch deren Umkehrung zu sagen, das Selbst kann überhaupt nicht das höhere Selbst wahrnehmen, wie sollte etwas Kleineres, etwas Größeres wahrnehmen können? Es muss umgekehrt sein. Das Nicht-Selbst nimmt das Selbst wahr. Hat auch was für sich. Denn es kann eigentlich nur das Größere, Weitere, das Kleinere wahrnehmen. Sehr schwierig, sich das anders vorzustellen. Zum Beispiel, wie kann Mensch Gott wahrnehmen? Ja, wie könnte Mensch sich zu Gott in Beziehung setzen? Eine alte theologische Frage. Wie kann das Beschränkte sich mit dem Unbeschränkten in Beziehung setzen? Und doch gibt es welche, die das behaupten, ich nehme das Nicht-Selbst mit dem Selbst wahr.
Es gibt welche, die sagen, das ist möglich. Da gibt es andere, nein, es muss umgekehrt sein, ich nehme selbst mit dem Nicht-Selbst wahr. Wenn jetzt Nicht-Selbst, damit ist jeweils gemeint, diese Dimension der Auflösung von Ich-Bezogenheit. Denn viele Religionen sprechen von dieser Dimension des Nicht-Selbstes, der Auflösung von Ich-Bezogenheit. Die Formulierungen sind manchmal etwas versteckt, aber wenn man zum Beispiel sagt, sitzen zur Rechten Gottes, das sind so verklausulierte Formulierungen, wo eigentlich das gemeint ist. Oder wenn man wirklich hineingeht, was tief mit Nächstenliebe gemeint ist. Es gibt viele solche Formulierungen, die auf dieses Nicht-Selbst hinweisen, aber dann wird eine Position eingenommen, wo man dem Selbst das, was jetzt hier erfährt, dann doch wieder eine Existenz zuspricht. Und diese wird meistens Seele genannt in unserem Sprachraum. Die individuelle, sich nicht wandelnde Seele. Und dann gibt es ein typisch buddhistisches Haften am Selbst. Und zwar ist das dann dieses Selbst, die wir hier draußen gelassen haben vielleicht oder in den Raum doch noch reingeschlüpft sind. Ich bin dieses Selbst, das da spricht, fühlt und die Ergebnisse heilsamer und nicht heilsamer Handlungen erfährt. Also dieses karmisch bedingte Individuum. Aber das Erleben dieses Selbst ist etwas Dauerhaftes, etwas Ewiges, nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Als ob da ein immer gleiches Selbst, ja, durch die Zeit geht und die Auswirkung der Handlungen der verschiedenen Kräfte erfährt. Aber im Inneren der Erfahrung ist da jemand, ein Selbst, ein Ich, was durch die Zeit geht. Das ist auch eine der irrigen Anschauungen, die der Buddha auflösen wollte. Ja, aufgelöst hat selber, aber uns helfen wollte, sie aufzulösen. Und der Weg des Erwachens, der Weg der Befreiung, von dem Buddha Shakyamuni spricht, ist der Weg des Auflösens all dieser irrigen Anschauungen. Und er wird der Weg genannt des Gehens jenseits extremer Anschauungen, jenseits der Extreme von Ich bin und Ich bin nicht. Also es gibt ein Selbst, es gibt kein Selbst. Der Weg jenseits der Anschauung, wo es um Standpunkte geht. Und das ist jetzt der entscheidende Punkt des heutigen Abends. Der wahrhaft befreiende Weg geht meines Erachtens, meiner Erfahrung nach und der Lehren der Meister nach hinein in ein Leben ohne Fixierungen, ohne sich an Bezugspunkten abzusichern, ein vermeintliches Ich abzusichern. Der eigentliche spirituelle Weg geht hinein in ein Leben, einfach Leben ohne Fallstricke, ohne Netz, ohne Absicherung. Das ist eigentlich, worum es geht auf dem Weg. Das kann Angst machen. Das macht vielen Angst. Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Denn wir haben das Gefühl, dass das ja dann wohl bedeuten muss, dass das Ich so quasi im freien Fall sich zurechtfinden muss. Aber das ist nur die Projektion, das Gefühl von jemandem, der nur mit diesem Ich-Gefühl vertraut ist und dann fühlt man sich wie ein Ich, was durch den offenen Raum saust, fällt, wie im Traum, im Albtraum, nachts zum Beispiel. Einige von uns mögen das kennen, Träume vom Fallen, die zu Albträumen werden, weil man ganz verzweifelt nach Möglichkeiten sucht, den Aufprall zu verhindern. In der buddhistischen Praxis des Traumyogas geht es zum Beispiel dann darum, beim Träumen nachts zu lernen, den Aufprall bewusst herbeizuführen und zu merken, es macht gar nichts. Ja, im Traum sowieso stirbt niemand. Ja, es ist eine reine Projektion.
Aber dass wir den ganzen Tag über, auch jetzt beim Zuhören, mit solchen Projektionen leben, dass wir das Gefühl von Trennung haben, da sitzt jemand da vorne und ich sitze hier und höre zu, der spricht und ich höre zu, dass wir in einer unnötigen Trennung leben, das ist eigentlich unser Grundproblem. Das, was nachts da passiert, dass wir uns immer absichern wollen, das tun wir jetzt auch, indem wir mal sagen, ich bin hier, ich bin die und die, der und der, und da vorne sitzt der und der. Und dann nehme ich das aus dieser Perspektive wahr. Und so geht mein ganzes Leben. Und anhand dieser Ich- und Du-Beziehung, Ich und Anderes, entspannt sich ein Leben von Subjekt und Objekt. Mit all den Reaktionen von Festhalten wollen, von dem, was mir gefällt, was mir angenehm ist, Wegstoßen von dem, was mir unangenehm ist. Anhaften, Abneigung. Anhaften und Abneigung als die Grundmuster von dem, was wir Leid nennen, entstehen aus der Beziehung von Subjekt und Objekt. Da sollten wir uns doch die Mühe nehmen, wenn das schon so ist, dass uns dieses Ich-Gefühl so viel Anhaften und Abneigung beschert, sollten wir uns doch mal die Mühe nehmen, zu überprüfen, ob es dieses Ich, dieses Selbst oder diese Seele tatsächlich gibt. Jetzt habe ich leider vergessen, wo ich das kürzlich las. Das ist Ihnen wahrscheinlich vertraut. Ich komme ja oft als der Letzte vor, der gute Zitate liest. Ist ja auch egal, von wem es stammt. Es beschreibt eine Wahrheit, die ich durchaus auch beobachtet habe. Intelligente Menschen, die in ihrem Beruf viel Verantwortung haben und angesehen sind für ihren feinen, untersuchenden Intellekt, sind in spirituellen Fragen oft unerhört naiv und können ganz leicht etwas glauben, ganz einfach, weil es ihnen in diesem spirituellen Feld, im religiösen Feld, an den Möglichkeiten mangelt, so präzise und so genau vorzugehen, wie sie das in ihrem Beruf auf jeden Fall tun würden. So naiv, wie wir das tun, von einem Ich auszugehen und von einer Seele, ohne das zu überprüfen, das würden wir uns in unserem Beruf nie erlauben, mit irgendeiner Hypothese, einer Annahme. Wir würden das auf jeden Fall untersuchen. Wir würden auf jeden Fall uns darum bemühen, ob es ein Selbst gibt, wenn uns dieses Ich-Gefühl, dieses Selbstgefühl so viel Gedanken macht, so viel Hoffnungen und Befürchtungen, Ängste. Unser ganzes Leben ist auf eine feine Art und Weise von Angst durchzogen. Und all diese Ängste sind geschürt von diesem Ich-Gefühl. Ja, gibt es denn dieses Ich? Oder ist die Angst der Beweis für die Anwesenheit des Ichs? Sind die Gefühle der Beweis dafür, dass es da etwas gibt? Wir müssen dem auf den Grund gehen. Sie sind vielleicht etwas überrascht gewesen, dass der Buddha mit beiden Formulierungen nicht einverstanden ist. Es gibt ein Selbst und es gibt kein Selbst. Er ist mit beiden nicht einverstanden. Beide sind irrige Anschauungen. Das sollten wir erkunden. Ich würde das für einen aufrichtigen spirituellen Weg halten, wenn man sich all diesen Fragen einfach mal zuwendet. Gibt es Gott? Gibt es keinen Gott? Oder gibt es sowohl als auch? Gibt es ein Ich? Gibt es kein Ich? Das sind die, glaube ich, die beiden wichtigsten Fragen, ja? In Bezug auf die Person, die Individualität, das Individuum. Gibt es da etwas sich nicht Wandelndes, ein Wesenskern, ein Individuum? Und gibt es so etwas wie Gott? Ist Gott dann getrennt von dem oder ist es eins? Was ist die Beziehung zwischen diesen beiden? Wenn es überhaupt auf der einen oder anderen Seite etwas zu finden gibt. Ich möchte Sie bitten, noch einmal Kontakt aufzunehmen zu diesem komischen Gefühl, was da entstand, als ich Sie gebeten habe, mal so ohne jemand zu sein, in den Raum reinzukommen. Sie können das mit offenen oder geschlossenen Augen machen. Es geht nur darum, dieses Gefühl wieder anzutippen. Was ist da eigentlich, wenn da kein Name ist,
kein Geschlecht, keine Familienzugehörigkeit, wenn all die Erfahrungen dieses Lebens wegfallen, was ist da eigentlich? Ist das klein? Ist das groß? Hat das eine Farbe? Hat das eine Form? Ja, herzlichen Dank. Ich möchte das so machen, dass wir... Ach, vielleicht könnten wir jetzt auch lüften, denn mir kommt ziemlich heiß hier drin vor. Den zweiten Teil des Abends, nach dieser Einführung, möchte ich so wie die anderen Male auch einfach auf Ihre Fragen eingehen. Also ich freue mich über jede Frage. Die wird helfen, dass ich mit der Einführung in dieses Thema noch tiefer gehen kann, wenn ich spüre genau, was Sie da bewegt und was Sie für Fragen haben. Als Abschluss vielleicht von diesem ersten Teil. Wenn wir bewusst werden, dass dieses Erahnen, was sich da einstellt, so etwas Unfassbares hat, dann ist es gut, dabei zu bleiben, das Unfassbare nicht zu versuchen, gerade wieder zu fassen. Eigentlich sind all diese irrigen Anschauungen, die der Buddha aufzählt, sind Versuche, dem Nichtfassbaren einen Namen zu geben und es eigentlich wieder einzuengen. So wie Raum nicht fassbar ist, können wir auch die Natur dessen, was wir ein Individuum nennen, was äußerlich wie ein Individuum sich zeigt, nicht unbedingt, wir können es nicht einfassen in eine Bezeichnung, in einem Begriff. Im Grunde genommen sind alle Begriffe in Ordnung. In der buddhistischen Literatur wird zunächst die Illusion des Selbst, des Ichs, aufgelöst. Und man spricht über das Nicht-Selbst, über die Leerheit, die Abwesenheit des Selbst. Und für die, die dann dieses Nicht-Selbst, die Leerheit verstanden haben, da spricht man dann vom Buddha-Natur. Dann spricht man davon, dass allen Lebewesen die Buddha-Natur innewohnt. Man könnte sie auch die Christus-Natur nennen, man kann sie auch Tao nennen, man kann sie nennen, wie man möchte. Der große Raum oder das Unbeschreibliche mit all seinen Qualitäten. Und dann in den Tantras kann man tatsächlich sogar lesen, dass man das Selbst nennt. Nachdem man den ganzen Weg damit verbracht hat, die Illusion eines Selbst aufzulösen, wird einem wieder, um auch dieses Konzept des Nicht-Selbst aufzulösen, von einem Selbst gesprochen. Es geht im Grunde genommen darum, die Standpunkte aufzulösen und in dieser noch nicht definierten Gegenwartserfahrung zu bleiben, wo auch die Gegenwart nicht vergegenständlicht wird. In diesem feinen Gewahrsein, wo es nicht darum geht, Positionen einzunehmen, sondern nur zu sein. Das Sein lebt sich von selbst. Es braucht nicht diese Definitionen. Und ein wirklicher buddhistischer Lehrer würde jede dieser Definitionen, wenn er sie entdeckt, bei einem Schüler oder in einem Gespräch, würde sie aushebeln, würde sie wieder angehen und sagen, hopp, da ist wieder eine Fixierung entstanden. Bleib in diesem offenen, fließenden Gewahrsein, wo es gar niemanden gibt, der etwas sucht, der etwas will, der sich definieren muss, der sich abgrenzen muss oder der sich vereinigen muss. All das sind nur unnötige Komplikationen von dem, was wir das Leben nennen, das, was einfach so fließt, dieser ständige Wandel. Jetzt machen wir 5 Minuten Pause, um alle Fenster aufmachen zu können, und dann geht's weiter.